Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier mit der Phoenixer, dem Uncut und hier uns von der Bummelrunde zum Test 2 von Cluedo. Hallo. 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 Also bei der letzten Runde hat ja die KI am Ende Selbstmord begangen. Nachdem sie mich getötet hat. Genau, die hat die Pseudonyme rausgeworfen, hat gesagt, ich kann das viel besser als die. Und dann ist sie einfach, hat sie ein Gehirnfrost bekommen. Dann hat es nichts mehr gemacht. Ich kann mit den Notizen nichts anfangen. Die so. Waren's also. Aha. Wer fängt an? Ich fang diesmal an, juhu. Woher wusstest du, dass du schon dran bist? Bei mir hat das noch gedreht. Bei mir nicht. Ich lebe in der Zukunft. So siehst du auch aus. Ja. Dieser Schnurrbart, der ist... Ich gehe direkt in die Bibliothek. Ja, wo willst du auch sonst hin? Und ich behaupte einfach mal, dass es... da ich es eben ja gar nicht gewesen sein kann, behaupte ich, dass es jetzt die Orchidee war. Mit der Rohrzange. Hä? Oh Gott. Mhm. Ah, okay. Also muss ich auch weiterklicken. Sorry. Ach, ich bin ja schon hier. Ich finde das gerade total cool. Mir werden hier gerade auch Sachen auf meiner Verdächtigenliste gestrichen, die ich gar nicht auf der Hand habe. Hä? Das ist gut. Wenn du da draufklickst, passiert das normalerweise. Eben. Nein, ich habe ja nichts drauf gedrückt. Es ist einfach so gestrichen. Wenn du einen Haken reinmachst, dann ist es auch. Schwupps. Das Speisezimmer. Das Speisezimmer kommt mir sehr gedächtig vor. Sehr gedächtig kommt mir das vor. Ich glaube, der Gato war das. Ich schon wieder. Ich bin unschuldig. Ja. Mein letzter Mord konnte mir auch gar nicht nachgewiesen werden. Das stimmt allerdings. Im Wintergarten. Ne? Statt in der Küche. Ne, umgekehrt. In der Küche statt im Wintergarten. Aha. Aha. So ist das also. Mhm. Achso, weiter. Weiter, weiter. Hyper, hyper. Der Blumen ist dran. Der Butterblümchen. So, Schmiri, los geht's. Die neue. Schmiri. Ich finde, es ein viel passenderer Name. Schmiri. Ich bin Reverend Grün. Hi. Hi. Im Speisezimmer. Ich sage, es war natürlich grün. Immer. Mit dem Leuchter, ne? Oder Mr. Pistol. Grün. Mit dem Leuchter. Im Speisezimmer. Okay. Moment. Das ist ja interessant. Das ist sogar sehr interessant. Mhm. Ich kann mit dieser Aussage jetzt überhaupt nichts anfangen. Wo will ich denn mal hingehen? Ich gehe mal in die Küche. Ich sage euch, es war die Gloria mit ich weiß es nicht, womit denn? Mit dem Dolch. Konnte jetzt eben niemand eine Karte zeigen? Richtig. Aha.
Mille grazie. Sehr gern. Ich habe ja meinen Verdacht schon. Aber ich will noch nicht starten. Ist auch schwierig, dass den Verdacht... Also das war wahrscheinlich jetzt eben sehr schwierig, sehr schwierig. Ich habe schon einen Vorverdacht markiert. Mal gucken, ob es stimmt. Dylan. Muss man sich bewegen? Wie bewegen? Ja, muss nee. Ich in ein anderes Zimmer nee. Gehen? Okay. Nein, musst du nicht. Warum denn immer in der Lounge mit dem Leuchter? Was habt ihr denn mit dem Leuchter am Start da? Aha. Alle weiterdrücken. Ja, Moment. Ja, eben, Moment. Ah, jetzt ist die Lounge nicht mehr verbuggt. Jetzt wird sie mir wieder normal angezeigt. Da, 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 da. Aber würfeln muss trotzdem, ne? Fällt euch übrigens auf, dass die in der Lounge Cluedo auf dem Tisch spielen? Nee, ich kann nicht bleiben, wo ich bin. Schade. Ist ja doof. Du kannst aber rausgehen in den Flur. Dann kannst du aber keinen Verdacht aussprechen. Kannst du ja keinen Verdacht äußern. Zeig mir mal, was du vorhin dem Misha gezeigt hast. Aha. Ich könnte wetten, der Anker hat verdächtigt jemanden. Natürlich. kombiniere, ne? Da ist etwas im Busch, weißt du doch. Ach so, ich bin ja dran. Dun, 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 dun. Na toll. Komm zu mir. Das mache ich. Kommen wir. Frag doch mal, ob der Grün das mit dem Leuchter. Hatte ich auch eine Pistole oder eine Rohrzange oder ein Seil oder. Mit Glory. Mit dem Leuchten. In der Lounge. Hat der Hisho was gezeigt? Kann der nur eins von beiden? Ich war alle wild am Schribbeln sind. So, jetzt sind wir auch alle gleich in der Lounge. Da kann man dann in der Lounge weiter nach Grün fragen. Sind wir wirklich alle in der Lounge? Ja. Wir bleiben mal da. Ich sage, ich war's. Ich kann nicht bleiben. Oh, ja, wahrscheinlich mit dem Leuchter? Mit der Pistole. Aha. Mein alter Ego war es. Ich. Na? Ich hätte jetzt fast den falschen Dick angeklickt fast. Ich bin dran. Komme ich damit hier weg? Ja, ab in den Wintergarten. Der Wintergarten. Ein tückischer Ort. Für einen Hinterhalt. Ich denke. Mit der Rohrzange vielleicht. Es war die Orchidee. Mit
Ja. Mit der Pistole im Wintergarten. Tja. Ich kann überhaupt nicht reden, weil ich mich so sehr konzentriere einfach. Wir könnten auch alle gut Minecraft-Einwohner spielen. Genau. Das Minecraft-Cluedo. Es war... Wieso komme ich denn nicht in die Speisekammer? Das weiß ich nicht. Da war, ist wahrscheinlich ein Mord geschehen. Hast du Hunger? Was ist eine Speisekammer? Lass mich mal überlegen. Warte mal. Ach, Speisezimmer. Ach so, wieso? Ich war im Wintergarten? Achso, ich wurde dahingestellt, stimmt ja. Ach, so funktionierte das. Wenn man jemanden verdächtigt, wird er automatisch dahingestellt. Ja. Ach, das hatte ich ganz vergessen. Na, wer war's denn? Es war Reverend Grün mit der Pistole in der Lounge. Ja, versuch mal was anderes. Ja, ich wusste es. Nein, okay. Ja, ich weiß schon. Okay. Gute Ansage. Okay. Okay, also wenn das Programm jetzt gerade keinen Fehler gemacht hat. Dann denke ich, dass irgendwas nicht richtig ist. Was? Ja. Warum immer denn ich? Mit der Pistole auch noch. Hinterlistig. Grün ist am Zug. Der Grüne immer. Achso, ich bin am Zug. Okay, ja, sehr gut. Ja. Siehst du, und deswegen bist du es gewesen. Weil du schon hier beim Spielen den nächsten Mord planst. Ich hege eine Vermutung. Ich gehe mal in den Wintergarten und ich sage, ich war das mit dem Leuchter. Nein. Ich weiß nicht, ich fand das witzig. Okay. Viele offene Fragen. Ja, okay. Ich finde das witzig, dass ich mit meinem Anfangsverdacht falsch lag. Ja, ich bin mittlerweile auch fest davon überzeugt, dass es mein Anfangsverdacht nicht war. Aber das wird sich hoffentlich gleich... Rätselt ihr noch, wer es war? Das weiß ich schon, wer es war. Okay. Nee. Ich wollte gerade sagen. Wer es war, weiß ich schon. Das wisst ihr schon? Seid ihr euch sicher? Ja. Okay. Ich nicht. Du nicht? Nee.
Ich habe auch schon einen Waffenverdacht. Ich weiß es. Im Raum, aber ich weiß es nicht. Wäre mir da vielleicht auch nicht so sicher an eurer Stelle. Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Person nicht war. Na gut, jetzt bin ich mir sicher, dass es zwei Personen, drei Personen vielleicht. Ha, wie kann man das noch werten? Man weiß es nicht. Also ich weiß, wer es war. Aber leider mehr noch nicht. Ach, stimmt. Ach. Ja, ich weiß auch, wer es war, glaube ich. Ich habe die Zeichen anders gedeutet. Endlich kann ich wieder in die Speisekammer. Was willst du denn da? So leckere Sachen rum. Ich habe die Zeichen anders gedeutet. Das war ich mit der Pistole, 100 pro. Ich denke, die Wiesenbach war das. Mit der Pistole. Bram, bam, ba, ba, dam, die schätze ich mir ein, dass die brachialer ist. Sie nimmt ein Heizungsrohr. Die Wiesenbach, meinst du? Ah, ne, die nicht, die nimmt eine Pistole. Die nimmt eine Rohrzange, ja, genau. Die nimmt eine Rohrzange. Die hat zu viel. Selbst ist die Frau, selbst ist die Frau, ja. Ich glaube, es war der Hauptdarsteller aus Bioshock mit der Rohrzange. Das Hauptdarsteller aus Bioshock. Der Big Daddy. Das wäre Bioshock 2, ne? So, Nee, Bioshock 1 war auch Big Daddy. Ja, aber da hat man ihn nicht gespielt. Ach so, das meinst du. Der Blumen. Oder wie hast du ihn genannt? Schmiri. Schmiri. Das ist sein Vorname, da kann er ja nichts für. Schmiri Blumen, Alter. Schmiri von Blumen, würde ich sagen. Nehmen wir mal in der Küche. In der Küche. Oh, die ist in der Küche, please. Da liegen viele Messer rum. Ja, ja. Vor allem ist da auch eine Machete allerdings. Guck mal. Machete. Das ist eine Machete neben der Fleischzange. Das ist ein sehr, sehr großes Gemüsemesser. Na, wer darf es denn deiner Meinung nach gewesen sein? Ich! Oh, aha! Hab ich gewusst. Mit dem Seil. Das war im letzten Spiel schon. Ich bin unschuldig. Ja, ja. Ich bin absolut unschuldig. Aber danke, dass ich jetzt in der Küche bin. Sehr gern. Jetzt bin erstmal ich, ja? Wahrscheinlich holt er dich jetzt wieder woanders hin. Nee, mich? Oh, ich weiß es noch. Scheiße. Okay, dann gehen wir mal dahin. Dann sage ich, es war Blum mit dem Heizungsrohr in der Bibliothek. Schmiri. Als würde jemand wie Schmiri das Heizungsrohr in die Hand nehmen. Jetzt mal ganz im Ernst, ja? Das würde der nie machen. Das weiß ich doch nicht. Das ist ja nur ein Verdacht. Ja, das ist ein ganz falscher Verdacht. Und ein ganz furchtbarer Verdacht. Danke. Der arme Schmiri. Ich finde diesen Elefanten im Hintergrund sehr schön. Aber kann es sein, dass es auf der einen Seite vom Gebäude schneit ist und auf der anderen Seite nicht? Habt ihr weitergedrückt alle? Ich, weil ich hab's gerade. Nein, ich. Also du mal kombiniert. Ich kombiniere auch. Ich hätte jetzt schon den Verdacht. Also vielleicht müssen wir aber immer irgendwas drücken oder sonst was, sonst gibt es ein Timeout vielleicht. Keine Ahnung. Ja, es reicht ja schon, wenn du die Maus bewegst. Oder nicht? Nein, ja schon, ne? Aber ich mache hier die ganze Zeit Notizen und so weiter. Das ist ja eigentlich auch am Drücken. Der Billardzimmer. Okay. Es war grün. Warum immer ich? Mit dem Dolch im Billardzimmer.
Aha. Aha. Na? Nee, ich kann noch keinen Verdacht aussprechen. Wo ist es nur passiert? Das weiß ich auch nicht. Ich habe einen Verdacht, aber ich will ihn nicht äußern. Ja, ich auch. Das wäre falsch. Ich denke, der Grün war das mit dem Heizungsrohr der Küche. Warum war der Grün? Ah, dann. Ja, meine Vermutung war richtig. So, die Phönixer ist am Zug. Der Schmiri. Schmiri, lauf! Lauf, langsam. Schmiri, lauf! Aber nicht so schnell, ja? Toll. Nicht überanstrengen. Ja, du kannst in der Bibliothek bleiben. Auch nicht schlecht. Yippie. Yippie, yippie, yippie. Krawall und Remi, Demi. Grün, oh. War's? Mit der Pistole. In der Bibliothek. Okay. Ach, wie doof. Na, egal. Hast du schon mal gefragt? Nee, doch nicht so doof. Ah, fuck. Scheiße, ich hab dir letztes Mal das andere gezeigt. Bam! Dann muss ich jetzt, wo bin ich? Ach, ich bin jetzt da. Scheiße, da wollte ich gar nicht hin. Ist auch immer schön, wenn man die Leute da irgendwo wegholt. Dann gehe ich mal in die Halle. Da wollte ich jetzt auch hin. Holst du mich vielleicht? Nee. Du bist schon nicht mehr tatverdächtig. Ich bin nicht tatverdächtig. Nee. Hallo, ich bin Oberst von Gato. Ja, ja. Na eben. Mir konnte ein Mord nie nachgewiesen. Mal jetzt halt aber die Fresse, okay? Ich bin Schmiri. Schmiri. Na, warst du überrascht? Nee, eigentlich nicht. Ich kann nicht, ey. So, mein Zug. Los, Würfel! Blick und Sieg! Im Wintergarten kannst du dir im Winter schön was braten. Ja, nein! Okay, Moment. Okay. Es war Pseudonyme mit der Zigarette. Das war ich. Haha, du bist so schlecht. Ja, war echt. Ja, du warst, ich das dachte, war echt ja, schlecht. Das war echt schlecht. Schade. Du warst die Phönixer. Da, 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 da. Und? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da, 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 da. So wie die da steht, muss die mal Pippi und bringt niemanden um. Ja, 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 ich hab das selber auch gerade gedacht. Na. Scheiße, ey.
Ein schwieriges Spiel. Der Ort ist halt das Schwierige, ne? Mhm. Probiert doch noch ein bisschen aus. Ja, das Problem ist, du kommst ja gar nicht in die Räume, wo du noch Fragen hast, Tausende. Das ist ja das ganze Problem. Das stimmt. Die Frau Wiesenbach mit dem Dolch im Billardzimmer. Mhm. Alles klar. Also weiter. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Wo ist denn das Musikzimmer eigentlich? Es ist oben rechts oder unten rechts. Irgendwo ist es. Ich will da auch hin, aber ich komme da nicht hin. Oben ist das. Da, wo das Klavier steht. Wo steht hier ein Klavier? Da oben. Ach, da. 12 Uhr. Ah, da, Mitte. Mitte. Gut. Bam. Da fragt was gut. Toll. Eigentlich, ja. Dum, da, da, da. Mal dahin. Halle. Ab in die Halle! Fusch! Ich gehe jetzt, Schmiri hat keine Lust mehr. Aha. Jetzt nimmst du grün Pistole und Halle. Nein! Okay, dachte nur. Wollte dir auf den Sprünger helfen. Bräuchte noch bei, Ich verstehe immer noch nicht, was die Punkte unter den Armen da oben heißen. Das sind die Karten, die diejenigen aufgedeckt haben. Oh ja. Na, auch überrascht? Nö. Du musst mal langsamer Karten zeigen, ja? Tatsächlich nicht. Ich muss langsamer Karten zeigen? Ja, einfach mal warten, damit andere ihre Karten offen liegen. Hey, nee, es das geht der Reihe nach. Nicht, das haben wir doch geklärt. Ach so. Das ist der Nächste in der Reihenfolge dran. Genau. So, ah, verstehe. Wow. Du kannst ja jetzt singen, wo du willst. Ja. Hier ist ein Speisesaal. Ich habe jetzt eine andere Theorie. So, ich muss das jetzt wissen. Der mit das und... Achso, ja, verdammt. Ich war es selber mit der Quatsch. Pistole im Speisezimmer. Ah. Okay. Nee, nächste Runde. Verdammt! Marit nicht zu früh, sonst bist du wieder raus. Ja, ich hab. Ich hab noch nicht zu früh. Euer Musikzimmer, sehr schön. Ja, ja. Ich denke, es war grün. Mit dem Seil. Ach. Echt jetzt? Ach, ich war doof. Ja, ich hab dich dasselbe schon mal gefragt. Warum habe ich denn das gemacht? Ah, eine komplette Runde versaut. Ich hab eine Runde versaut. Hast du auf deine Liste geguckt? Nein! Steht da auch noch das, was er mir gezeigt hat, voll durchgestrichen. Die Wiesenbach mit dem Seil. Mit dem Seil. In the Wintergarten. Alles klar.
Schmiri. Ja. Oh yeah. Ach, geil. Pfah. Pfah. Geh, wohin ich immer auch will. Mhm. Ich geh mit dir, wohin du willst. Auch in die Küche und zwar schnell. Dann kochst du mir was Leckeres. Und dann machen wir ein Fest. Und dann gibt's danach richtig Stress. Denn dann kommt die Polizei. Ich etwa um, denn ich bin Reverend Grün und bisschen dumm. Mit dem Heizungsrohr dresche ich auf dich ein. In der Küche ganz allein. So, Aha. Noch immer so weiterklicken, sorry. Mann! Jetzt bin ich gespannt. Ich wusste, dass du das jetzt auch raus hast. Jetzt bin ich gespannt. Sie weiß es. Ich bin mir sicher, sie weiß es. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht habe ich auch keine Karte gezeigt. Es war grün. Mit der Rotzange in der Küche. Ah, da bin ich mal gespannt. Bam, Bitches! Ich glaube es nicht. Grün, Rohrzange, Küche. Ich hatte diesen Scheißverdacht auch, nur ich wusste nicht, welches Zimmer. Ich wusste nur nicht das Zimmer, genau. Jetzt war ich, habe ich extra das Zimmer gewählt, wo nur Pseudonyma die Karte haben konnte. Und sie hatte sie nicht. Ah. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war sehr gut kombiniert. Grün ist abgeführt und... Es war von also Anfang an klar. Mein Anfangsverdächtiger war immer ich, schon von vornherein. Das hatte ich schon in der ersten, zweiten Runde, wusste ich schon, dass ich das bin. Ja. Ich hätte euch ja verarscht haben können, als ich grün gewählt habe und hätte den auf der Hand haben können. Ja, das ging ja auch. Ich habe gedacht, du machst das gerade mit der Küche. Ach so. Tatsächlich. Ja. Weil beim Arbeitszimmer stand bei mir noch gar nichts. Ach, ja. Ja. Cool. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Schmiri hat gewonnen. Ja. Und Uncut. Der hat ja auch eine Brille. Und Referent Grün. Ich war der feige Mörder mit der Rohrzange in der Küche, wie beim letzten Mal. Also nee, da war ich nicht der Mörder, da war der hier schon der Mörder, aber ist egal. Das konnte nie bewiesen werden. Achso, okay. Das ja, stimmt. Allerdings. Ich weiß schon. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.